Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Heute ein Let's Show Spezial mit den Jungs von Toonieder 85. Und zwar ist hier heute der David und der Matze. Und natürlich noch ich. Und der Alexander hier im Video vorhanden. Und wie ihr hier sehen könnt, machen wir einen Beschusstest auf das Wargear V6 und zeigen euch zugleich das neue CSV4 Geschütz, was von den Jungs von Toonieder 85 entwickelt wurde. Bevor wir aber auf diese einzelnen Bauteile der Kanone eingehen, wollen wir zunächst einmal so eine Art Anwendungsbeispiel euch zeigen, indem wir das Wargear V6, ein regelkonformes Wargear, unter Beschuss nehmen und einfach mal schauen, wie oft wir da drauf schießen müssen, bis dieses regelkonforme Wargear, was wie gesagt die Abmaße nach Regeln hat, bis das durchgeschossen ist, und dann schauen wir uns an, was da dann für einen Schaden entstanden ist. Okay, und der David, der zeigt euch jetzt schon gleich bei dieser ersten Gelegenheit, wie man diese Kanone schnell auflädt. Genau, also man sieht bei der Kanone hier hinten immer die zwei Half-Slaps aus Stein. Diese sind dafür da, dass man sich am Anfang dort hinstellt. Denn von dort aus kann man selbst im Survival-Modus die Kanone am leichtesten befüllen, weil man sieht ja, die Kanone hat insgesamt drei Schichten TNT übereinander. Und im Survival-Modus kann man die also nicht ganz da unten platzieren, da es sozusagen zu weit weg ist. Jedoch, wenn man jetzt hier so eine Half-Slap platziert, geht das auch. Und dafür haben wir hier die Slaps hingepackt, genau. Und ja, letztendlich muss man hier einfach alle, kann man hier voll machen und dann hat man es schon. Man hat auch gesehen, dass der David hat das relativ schnell aufgefüllt. Also ihr seht, dass es relativ schnell geht. Ich glaube, das müssen wir sogar noch in Zeitlupe irgendwie einblenden oder so nochmal. Schuss, würde ich mal sagen, ne? Genau, da feuern wir es dafür hier. Okay, also Feuer frei. Moment, ich bin der Anführer. Ich muss vorne an der Kanone stehen. Feuer. Jawoll, das war ein schöner Schuss. Alles, und alles schon gesehen? Und das Wargear geht in den Schutzmodus. Ich habe da eben die Shots ausfahren sehen. Die Shots sind jetzt hier eingefahren. Wir können uns mal anschauen, was da jetzt schon für ein Ausmaß von Schaden entstanden ist. Man hört doch, dass die Dispenser an sind. Also da ist schon jede Menge Schaden entstanden. Hier war mal ein Gang. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Gang ist. Könnt ihr den Eingang aufmachen für mein Pferd und mich? Und da hinten war auch ein Bereich. Und hier sind wir auf dem Kampfdeck. Okay, ein Cockpit. Also wir sind ja, wie gesagt, relativ weit oben. Zack. Also das hat das Wargear V6 im Allgemeinen relativ gut weggesteckt. Aber es gibt da halt schon einige Fehler. Zum Beispiel jetzt die Shots, die haben sich eingefahren. Das heißt, die kann man dann nimmer zentral steuern von der Brücke oder so. Sprich, Kampfmodus an, aus. Und weiß nicht, ob die Tür aufgeht. Das ist aber jetzt auch nur sekundär, sondern wir wollen uns ja der Kanone widmen jetzt hier primär. Ich würde sagen, öffnen Sie die Tür. Ich würde sagen, David, wir machen uns bereit für den zweiten Schuss. Genau. Und dann einfach mal schauen, ob wir dann durch das Wargear kommen. Und wenn man das Ganze relativ schnell kann, dann kann man die Kanone mit in bis zu 15 Sekunden, würde ich sagen, nachladen. Ja. Also wir können das später ja uns anschauen, wie schnell du beim ersten Mal, wie lange du gebraucht hast. Ich glaube, es war relativ kurz, also vielleicht so 10 Sekunden oder so war das. Also relativ schnell, muss man schon sagen. Genau, aber man muss doch bei jeder Schnelle aufpassen, dass man sich da irgendwie nicht vertut und so und irgendwo was falsch platziert, weil dadurch kann es sein, dass man noch ein bisschen länger braucht, wenn man ein TNT falsch setzt, dass man das wieder abbauen muss. Dann muss man halt lieber gucken, dann, ob man doch alle TNTs richtig und mit Präzision dann platziert hat. Genau, dann freuen wir jetzt wieder. Und die Tür funktioniert auch irgendwie gar nicht. So. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir jetzt das Cockpit haben, weil das ist ja relativ in der Nähe dort. Oh Gott, und ich bin im Wargear. Freunde, ihr schießt mich ab, ihr schießt mich tot. Aber wir sind noch nett durch. Also wir sind noch nett ganz durch hier. Oh Leute, schaut mal runter, ich bin unter euch. ich bin da gerade eben noch runtergegangen. Boah, ich hatte so Glück. Ich bin eben noch runtergeklettert. Okay, wo ist das Cockpit jetzt? Oh, ist das da oben? Ja. Ja, und das da hinten ist eigentlich so der Reserveweg hier, der dafür gedacht ist, nur im Notfall den zu benutzen.
Oder ist das der Reserveweg? Genau. Aber das oberste Deck, das existiert noch. Das existiert noch, genau. Aber ich glaube, es gibt schon fast keine Verbindung mehr nach unten, ne? Ja, es ist wirklich nur noch Türen, dieses Kampfdeck hier, ne? Die Türen funktionieren auch nimmer, Ento. Die Türen gehen immer zum Cockpit. Okay, naja. Ich würde mal sagen, David und Matze, wir machen dem Ganzen ein Ende und schießen genau. Ein drittes Mal drauf. Ich glaube, spätestens jetzt müsste es eigentlich durch sein. Ja, also mit ziemlicher Sicherheit wird es gleich durch sein. Aber was wichtig ist noch zur Anmerkung, beim dritten Schuss muss man ein Tick Delay hinzufügen. Ich werde die Kanone schnell nachladen und dann euch zeigen, wo man dieses Delay hinzufügen kann. Das ist einfach wichtig, damit dass die Projektile später explodieren. Genau. Da ja eine weitere Distanz zurückgelegt werden muss. Also man sieht, das sind jetzt bestimmt schon, wie viele Blöcke sind das? 20 oder so? Also ja. 15, 20, was das TNT jetzt schon weiter zurücklegen muss. Und dementsprechend braucht das dann auch mehr Delay, dass es erst später zündet. Genau, und das Delay stellt man hier links, natürlich nur ein Tick, so Fail. Genau hier und auf der rechten Seite auch. Genau, und nicht wundern, dass Matze leider gerade so still ist. Der hat nämlich gerade leider ein kleines Problem mit Skype, aber das ist auch kein Problem. Ansonsten ist er ja noch weiter hier. Und genau. Naja, Matze und das Internet. Genau. ansonsten sollte es jetzt gleich durch sein, dann feuern wir einfach mal. Jupp, Feuer frei. So, und jetzt sind wir auch schon durch. Jetzt genau. Ist der Käse gegessen. Und das wäre jetzt normal eine Sache gewesen von rund also, einer Minute? Wenn wir uns das jetzt mal so anschauen, da hat vorhin nicht viel gefehlt. Also nach dem zweiten Schuss waren wir jetzt hier so auf der Höhe, genau. Hier beim Gang. Und das waren jetzt vielleicht noch 3-4 Blöcke oder so, was da jetzt noch gefehlt hat. Man kann auch sagen, letztendlich bei den meisten Wargames ist die gegnerische Kanone nach so ungefähr 2 Schüssen zerstört. Weil die meisten, also das maximale Panzerung sozusagen, sind eigentlich schon so 25 Blöcke, also viel kleinere Kanonen. Kann man eigentlich fast gar nicht bauen, die noch halbwegs irgendwas reißen können. Und dann kann man eigentlich sozusagen nach 2 Schüssen eigentlich auch schon aufhören zu schießen, weil man davon ausgehen kann, dass beim Gegner sowieso nichts mehr steht. Genau. Genau. Und man sieht jetzt hier auch, wenn ich jetzt hier hinten rausgehe und schaue hier in das Loch rein, ist es schon fast erschreckend, wie genau die Spur da stimmt. Also wenn ich jetzt von hier aus reinschaue, dann sehe ich genau in den Lauf rein und das ist auch, also da sieht man mal, was dann für ein Bums dahinter ist. Genau. Bei den früheren Kanonen, was jetzt auch schon eine Zeit her ist, da war das immer so, dass das einen Bogen gemacht hat und weil halt die Kanonen, das TNT so in einem Bogen geflogen ist. Aber hier sieht man, wie gesagt, das Loch ist wirklich ganz gerade und ja, steht halt für eine sehr hohe Präzision. Genau, also die Kanone hat nämlich auch sehr, sehr viel Druck, weil sie besitzt 24 Treibladungen, welche die Projektile rausschießen. Projektile hat die Kanone ebenfalls 24. Das hört man ja auch aus dem Namen, denn die Kanone heißt ja 24er CSV4, weil wir hatten auch ursprünglich eine Kanone, die hieß nur CSV4 und diese hatte noch 30 Projektile. Uns ist dann allerdings bei dem Testen der Kanone aufgefallen, dass die vordersten 6 Projektile eigentlich komplett unsinnig waren und die gar keinen weiteren Schaden verursacht haben. Letztendlich haben wir den dann weggelassen. Genau, und vielleicht was ihr euch auch noch fragen könntet, ist ja, was heißt eigentlich CSV4? Das heißt einfach Compact Stich, weil es eine Stichkanone ist. Auf unserem Kanal haben wir auch, eine Vorstellung dieser Kanone gemacht. Das sind einfach Kanonen, die, wie man hier sieht, in den Gegner reinstechen, deshalb Stich. Und Compact, weil sie ziemlich kompakt gebaut ist. Auf die einzelnen Bestandteile werde ich auch gleich eingehen. Und dann V4, weil es die 4. Version der Compact-Stich ist. Und ihr habt da sogar noch neuere Versionen, kann das sein? Genau, wir haben auch schon neuere Kanonen. Mit 32 sogar, die dann noch mehr austeilen wie die hier. Die ihr dann irgendwann auch mal vorstellt oder so. Ich weiß ja nicht, wie ihr das plant. Da haben wir gerade, weil wir hören dich nicht, Matze. Jetzt geht's wieder, glaube ich. Genau. Ach so, okay, gut. Leck, genau. ja, genau. Also wir haben da auch schon
bisschen modernere Kanonen, die wir vielleicht auch bald mal vorstellen werden. Aber damit wird es noch ein bisschen dauern, weil sie auch nicht komplett ausgereift sind, aber es sind ein bisschen fettere dieser Version. Die sind dann CSV 8.2 Kanonen, heißt das. 32er CSV 8.2, um genau zu sein. Aber irgendwann wird es die geben auf unserem Kanal. Ich kann aber noch nicht genau sagen, wann. Genau. Dann gibt es hier eigentlich nur noch was zu sagen zu den einzelnen Komponenten. Ja. Genau. Belehre uns und die Zuschauer. Genau, also ich werde jetzt einfach mal auf der rechten Seite anfangen. Wir haben hier den Button, wie man schon gesehen hat. Und als erstes wird das Signal hier nach unten geleitet. Und das erste, wo es jetzt damit rumgeht, ist einfach die Zündung der Treibladungen. Die erfolgt einmal über hier ein relativ langes Delay von 4 Ticks für die oberste Linie. Hier. Des Weiteren wird das Signal hier über einen Tick runtergegeben. Hier runter. Dadurch wird hier das Redstone gepowert. Wodurch hier unten Repeater gepowert werden, welche auf 3 Verzögerungsstufen stehen. Wieso hier 3 sind, das kann ich euch auch gleich erklären. Das hängt nämlich damit zusammen, wie die unterste Schicht gepowert wird. Die unterste Schicht powern wir nämlich mit Redstone-Fackeln. Oh. Das sieht man auch vielleicht am besten von ganz unten hier. Unter der Kanone sieht man nicht. Ich komme mal hinterher ganz schnell. Genau, hier sieht man das. Es gibt auch gar keine andere Möglichkeit, das zu zünden von da unten. Ganz einfach. Nee, das wäre ansonsten wirklich schwierig. Und da bieten sich Fackeln auch am besten an. Und folglich muss man ja, weil es Fackeln sind, muss man die auch einmal invertieren. Dafür ist hier die Fackel. Damit, sobald man den Knopf drückt, es aktiviert wird, weil ansonsten wäre es unten hier immer an. Und ja. Des Weiteren, macht der Alex hier den Yeti-Ritter. Genau, sind hier unten noch Repeater, die verursachen den letzten Tick. Dadurch kommen dann die 3 Ticks zustande, welche dann hier oben, ja, sind, genau. Und, genau, des Weiteren ist hier hinten dann noch ein voller Repeater, welche mit ein bisschen Delay hier unten noch weiter runtergeleitet wird. Das fungiert hier einfach als Signalverlängerer. Wie man sieht hier, dieser Repeater, der das hier powert, und dieser Repeater mit voller Einstellung und hier 2 Ticks, der ebenfalls das hier powert, das ist einfach ein Signalverlängerer. Wofür wir den brauchen, werde ich euch gleich erklären. Denn jetzt kommen wir auch gleich schon zum zweiten wichtigen Bestandteil der Kanone, nämlich dem Ansetzer. Das ist nämlich eine Technik, womit man die Treibladungen komprimieren kann, sodass sozusagen mehr rausgeholt wird. Man weiß ja, wenn ein TNT sozusagen explodiert, ist die Druckwelle umso schwächer, umso weiter man von dem entfernt ist. Und der Ansetzer macht jetzt einfach, dass die TNTs nach vorne geschoben werden. Und das kann ich jetzt auch einfach mal zeigen, indem wir hier ein TNT platzieren. Das wird man da unten gleich in der Treibladungswanne ganz gut erkennen können. Genau. Man hat's ganz gut gesehen. Also hier sitzen 2 Pistons. Und die drücken das Ganze hier nach vorne, sodass es so ein bisschen hier vorne komprimiert halt ist. Und dementsprechend nochmal mehr Kraft dahinter ist dann, hinter der Schussenergie. Genau, das ist ein Double Piston Extender und das war halt ein bisschen schwierig von der Verkabelung her. Da haben wir hier hinten halt noch ein bisschen Delay. Das Wichtige ist, dass hier so ein längeres Delay ist, damit erstmal alle Treibladungen auch runtergefallen sind, bis ja mal die Pistons ausfallen. Ne? Und genau, der zweite Piston, der dann nach vorne geschoben wurde, der wird gepowert durch das verlängerte Delay hier unten. Eigentlich funktioniert das dann eigentlich einfach ein Double Piston Extender zur Kompression der Treibladungen. Genau. Gut. Dann geht's hier dann noch zu den Projektilen. Das ist jetzt hier vorne, wie wir hier auch schon gesehen haben mit den Repeatern. Das ist eigentlich fast genau dasselbe. Die sind hier ebenfalls, haben ja auch ein gewisses Grunddelay, wie wir es gerne bezeichnen, von 2 Ticks. Das ist das Minimum, was jedes Projektil hat. Weniger nicht geht, weil wir die unterste Schicht hier wieder mit Fackeln angesteuert haben. Und da man hier, wie gesagt, 2 Fackeln braucht, um das zu aktivieren, haben wir ein Grunddelay von 2 Ticks. Genau, und ansonsten haben wir hier nur noch die Projektilzündung. Das ist eigentlich ganz charakteristisch, dass das vorderste Projektil als erstes gezündet wird und die Projektile, die dahinter sitzen, immer später sozusagen. Weil das vorderste Projektil, das wird
ja, das wird am stärksten beschleunigt, da es auch am nächsten an den Treibladungen sitzt. Und folglich ist es auch als erstes von den ganzen Projektilen am Vorgier. Und damit muss es auch als erstes explodieren. Das ist eigentlich so die ganze Technik dahinter. Und folglich musste man hier einfach noch ein bisschen Delay drauf machen, mit die TNT, die danach folgen, ja, auch immer schön der Reihe nach explodieren und damit auch der folgliche Schaden zustande kommen kann. Boah, also das war auch sehr viel Entwicklungsarbeit, ne? Genau, ja, ich habe mir schon gerade überlegt, das ist so bildlich vorgestellt, wie ihr da Forschung betrieben habt, so im Labor und so mit Kittel und mit allem drum und dran. Ja, da stecken wirklich sehr viele Gedankenzüge dahinter. Ihr habt das ja gerade gemerkt hier. Wir persönlich haben ja auch versucht, noch so eine Kanone zu entwickeln für Vorgier V6. Und da gab es jetzt so zwei Dinge, die jetzt so rausgefallen sind. Was wir anders gemacht hatten, zwar zum einen, weil jetzt hier dieser Piston Extender war jetzt bei uns nicht da. Das war zum einen, und zum anderen haben wir das nicht hinbekommen, das so zu zünden. Also wie gesagt, du hast ja gerade erklärt, wie das so ist und so. Genau. Dass das hier halt das wenigste Delay hat, und bei uns war das, haben wir experimentiert und so, und ja, das war halt dann bei uns das Ausschlaggebende, weshalb wir dann, wir kamen ja auch relativ weit, aber nicht so weit wie ihr mit dieser CSV4, und das war dann der ausschlaggebende Grund, weshalb wir dann die Jungs von Tuner 85 angefragt haben und haben gesagt, ja, hey, komm, ihr habt doch so eine gute Kanone gebaut, wollt ihr uns die nicht zur Verfügung stellen? Und ja, wie gesagt, an der Stelle auch nochmal danke, dass ihr das getan habt, dass ihr uns kein Problem, ne? Kanone zur Verfügung gestellt habt, weil, wie gesagt, es hat sehr stark zum Vorgier V6 beigetragen. Genau. Wir haben die jetzt, wie viele sind da jetzt drin? 4, 6, 8? Acht Kanonen sind, glaube ich. Genau, und da gibt es noch eine Kleinigkeit, die man vielleicht auch zeigen müsste, das ist nämlich, hier oben gibt es nämlich noch ein längeres Delay, was hier oben in eine Speicherzelle reingeht, mit wieder ein bisschen längerem Delay, was hier oben in eine Redstone-Schaltung reingeht und was nach wieder etwas Delay diese Speicherzelle wieder resettet, also eine sich selbst resettende Speicherzelle haben wir hier oben drin. Das ist einfach dafür da, das hat zwei Gründe. Das eine wäre hier die Laufkompression. Genau, ja, das hat man hier gesehen, das sind die Pistons hier. Genau. Das sind einfach die Pistons hier, und das ist einfach dafür da. Man hat ja gesehen, die Projektile sind dreischichtig und der Lauf ist gerade mal zwei Blöcke hoch. Das ist halt dafür da, dass das täuscht sozusagen ein Lauf vor, der zwei Blöcke hoch ist. Und genau, da muss man halt auch ein bisschen herumprobieren, dass das sich exakt dann runterfährt, wenn hier ein TNT gezündet wird. Ich meine, wenn es explodiert, ne? Im richtigen Augenblick halt. Genau. Und das zweite, wofür die Schaltung da oben noch gebraucht wird, ist hier unten für das kanoneninterne Shot hier vorne. Genau. Das ist einfach dafür da, dass ja hier nichts reinfliegen kann und die Kanone beschädigt einfach. Genau, das haben wir auch hier im Vorgier V. In V6 gibt es da vorne noch so ein. Oh, ich werfe genau, baller die mal raus. Ich werfe mich gleich weg. Jetzt bin ich ein bisschen perplex. Ich wollte auch was sagen, genau. Und zwar haben wir das auch in Vorgier V6 gebaut, das seht ihr ja. Das ist sogar das identische System, nur die Schotzen bei da vorne. Wobei das auch so ausgelegt ist, dass man auch die Möglichkeit hat, per Brücke das Ganze zu öffnen und zu schließen. Ganz einfach, wenn man das Vorgier kopiert, dann treten da weniger Fehler auf, wenn die Schotts offen sind. Deshalb ist das von uns so diese Funktion eingebaut worden. Und ja, wie du schon gesagt hast, David, ganz einfach, damit da jetzt keine feindlichen Projektile reinfliegen und einem alles um die Ohren haut. Ja. Wobei man auch sagen muss, dass es auch relativ unwahrscheinlich ist, dass hier sowas reinfliegt. Genau, ja. Weil der Lauf, ihr seht ja, der Lauf ist insgesamt mit der Wolle vorne, 25 Blöcke lang. Und da muss auch ein TNT mal die ganze Zeit durchfliegen können. Das braucht schon ordentlich Schub, um da noch was zu beschädigen. Und es war auch sozusagen so eine Idee von uns, dass die Kanone möglichst klein sein muss, dass man möglichst viel Panzerung davor klatscht und dafür halt auch der Piston Extender unter anderem. Und was man auch dazu sagen muss, wenn ihr zum Beispiel die Kanone verwenden wollt, und dazu seid ihr auch alle frei, ne? Die Kanone gibt es ja auch noch als Download-Link in der Beschreibung. Open Source.
Genau. Dann müsst ihr aufpassen, dass ihr den Lauf bloß nicht verkürzt. Also die Kanone braucht so viel Panzerung. Weil ansonsten ist der Schaden einfach schlechter. Das ist so. Ist eigentlich genau, das wird ja sozusagen konzentriert, genau, als wie bei einer Shotgun, genau, wo man den Lauf absägt. Und ein anderer wichtiger Feature von dem Lauf ist auch noch, dass die Projektile um einen gewissen Faktor verlangsamt werden durch den Lauf. Weil ansonsten werden die nämlich erstens streuen die zuerst, würde man den Lauf jetzt ein bisschen kleiner machen. Und zweitens werden die zu schnell sozusagen. Und dann passt es mit dem Timing wieder nicht so ganz. Genau. Und ein anderer wichtiger Punkt bei der Kanone ist außerdem auch noch, die ist vor allem sehr getrimmt auf 50 Block Distanz bzw. 51 Block Distanz. 51, weil hier in der Wargear Liga, in der Arena, sieht man ja, das sind 51 Blöcke. Und entsprechend haben wir jetzt auf diese Entfernung eingestellt, die Kanone. Und das muss auch so bleiben, weil ansonsten, vor allem wenn das Ziel näher ist, kann das zu großen Problemen führen, was den Schaden anbelangt. Obwohl der eigentlich in jedem Fall im Vergleich zu, ich sag's jetzt mal, konventionellen Kanonen, ist der dann doch trotzdem noch sehr groß. Ja, also allein die Blockzerstörung ist immer total groß. Also wenn man da die alten 8er Shotguns von dem WarGV 4 herbeizieht, und dann sind da doch schon Welten Unterschied. Also genau. Das sind andere Ligen, die zwei Kanonen haben. Genau, das war jetzt eine Kleinigkeit noch zu dem Schaden. Wie gesagt, also aufpassen mit dem Lauf und vor allem auch mit der Distanz. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist auch die Minecraft-Version. Also in der 1.5 macht sie nämlich eigentlich ein bisschen konstanteren Schaden, sag ich jetzt mal, als in der 1.6. In der 1.6... Ich bin der Türsteher hier. Ich werfe jetzt alle raus. Genau, in der 1.6 nämlich da ist der Schaden eher schlechter. Und der David hat wahrscheinlich jetzt seinen Standard-Lag, den hat er in jedem Video. Ja, mindestens einmal. Also wie schon gesagt, diese Kanone ist ja natürlich, wer hätte es gedacht, auch im Rahmen der WarGear-Liga entstanden, die ja geplant war für Sommer und dann nicht zustande kam. Und da fing so eine Art, ja, wie soll man sagen, so eine Art Wettrüsten statt zwischen den einzelnen Gruppen. Und da war natürlich Tuni da auch mit von der Partie. Und da haben viele sehr gute Kanonen entwickelt und haben sich fleißig hochgerüstet. Und das ist hier im Endeffekt ein Produkt, was dabei rauskam. Und man sieht hier auch vorne mit der Wolle, das ist auch eben, deshalb, das haben wir auch schon mit berücksichtigt. Wie kann man dies in den WarGear einbauen, sodass es nicht die Größenbegrenzungen sprengt sozusagen. Und deshalb ist hier zum Beispiel auch noch die Wolle dran. Genau, also das wurde alles ganz genau simuliert für den Fight und abgestimmt. Also das war schon auch sehr viel Arbeit, das Ganze zu optimieren. Und dann kam die ja nicht zustande und dann im Endeffekt ist es jetzt so, dass es hier Open Source ist schon. Genau. Ja, es sind auch noch in dem Rahmen sind auch noch viele andere gute Kanonen entstanden. Aber das hier ist so das Mittel der Wahl eigentlich. Also das ist schnell zu laden, das ist kompakt, das macht sehr viel Schaden. Das hat einen sehr, sehr langen Lauf. Genau. Also das hat sehr, sehr viele Vorteile. Ja, und was ich eben gerade noch sagen wollte, schnell zu den Versionen noch, ist, dass in der 1.6 der Schaden, es ist genauso möglich in der 1.6 wie in der 1.5 guten Schaden mit denen zu bekommen. Aber in der 1.6 ist es, sage ich jetzt mal, unwahrscheinlicher, weil in der 1.6 kommt es mir so vor, als ob bei den Projektilen oder generell bei TNT wurde ein bisschen mehr mit Zufall gearbeitet, dass ein bisschen mehr hin und her fliegen oder so und die Geschwindigkeit auch anders ist und sowas weiß ich. Und auch die Zündung, die Zündzeit hat sich glaube ich auch geändert. Und es ist nun mal so bei guten Kanonen, wir haben die jetzt in der 1.5 gebaut und nach so einem Update kann das nun mal halt oft passieren. Dass die Kanonen halt ein bisschen anderen Schaden machen. Also empfohlen wird sie in der 1.5, sage ich jetzt mal. Aber in der 1.6 kann man sie genauso nutzen. Also wir sehen den Schaden ja gerade, also das ist hier 1.6, ne? Also das funktioniert auch. Mal schauen, wie es den Village jetzt gleich geht. Ja. sind die noch drin? Die sind noch drin. Ja, das TNT durch die durchgeflogen. So schnell war das. Wenn nicht, könnte ich jetzt noch auf Herr der Ringe machen mit dem Pferd und könnte die niedermetzeln. Wenn ihr das. Ach so, aber ich glaube, es ist niemand mehr am Leben. Ich glaube, ihr habt alle aussortiert.
Okay, jetzt kannst du nochmal schießen, wenn du willst. Ah, jetzt ist aber mein Pferd im Lauf. Ja, das schießt in der Mitte raus. Ah. Jagen wir einfach mal die Kanonen, den Kanonenlauf in die Luft. Ansonsten gibt es noch was ganz kurz zu sagen. Wir wurden da relativ häufig angesprochen. Und zwar zur WZEWG Season 2. Und zwar, nein, jetzt regnet's. Das wievielte Mal heute aber auch schon. Genau, ja. Wir haben ziemlich lange gequatscht vor dem Video. Wenn man das nicht stoppen würde, dann würde das hier in einer Sinnflut enden. So viel ist sicher. Genau, WZEWG Season 2. Und Season 2 läuft jetzt gerade die Einsenderunde. Das heißt, die Teilnehmer, die jetzt... Von den Villagern ist niemand mehr übrig, oder? Doch, die Kids leben noch, ne? Die Einsenderunde läuft jetzt aktuell. Das bedeutet, die ursprünglich gedachten Teilnehmer von der Wargear Liga, die haben jetzt die Möglichkeit, es einzusenden über Minecraft.de. Und da haben wir jetzt, glaube ich, schon 8 eingeschickt bekommen von 13. Da haben wir dann noch ein neues System uns vorgestellt, wie wir das Ganze dann machen. Also das heißt, die nächste Season wird sich ein bisschen abheben von der anderen. Und da haben wir jetzt vor kommende Woche, also sprich diese Woche, schon das erste WZEWG zu bringen. So, also das wäre jetzt das noch zum Thema WZEWG. Und ansonsten hätten wir, glaube ich, also beziehungsweise der David und der Matze hätten jetzt, glaube ich, so ziemlich alles gezeigt hier von der Kanone. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ihr das nachbauen wollt. Deshalb, wie er schon erwähnt hat, gibt es das Ganze natürlich zum Download. Ihr seid alle befugt, die Kanone zu benutzen. Ihr findet den Link zu der Kanone, also den Download-Link, findet ihr in der Videobeschreibung. Genauso auch wie einen Link zum Kanal von Tunida85. Schaut da einfach mal vorbei, vor allem wenn ihr interessiert seid an Kanonentechnik und Wargears und so weiter und so fort. Da seid ihr auf der Seite von Tunida85 genau richtig. Ihr habt ja jetzt auch schon 8 oder 7 Versionen von Wargears rausgebracht. Genau, also der 7. ist noch nicht vorgestellt, den haben wir euch jetzt als TZEWG geschickt, ne? Okay. Genau. Kommt aber wahrscheinlich auch bald, also nach eurem TZEWG so. Genau, haben wir vor, auch nochmal vorzustellen oder so. Genau. Ach so, okay. Und ja, der 6. ist aber auch schon vorgestellt auf unserem Kanal, genau. Und noch kurz zur Kanone, das ist eigentlich eher so eine Langstreckenkanone. Also tendenziell schießt mit der eher auf distanzierte Ziele, als auf die sich zu nah befinden. Weil zu nah ist ja der Schaden eigentlich meistens ziemlich schlecht. Wenn, dann eher zu weit. Also das ist sozusagen eher besser. Genau. Okay. Gut. Gut, dann bedanken wir uns, dass ihr hier mit im Video wart und die Kanone vorgestellt habt. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würden wir uns über ein Like freuen. Vielen Dank für die Unterstützung und dann sehen wir uns zu einem anderen Video wieder. Ciao. 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 Servus.